Hola, bienvenidos en la finca Safiguera. Ich bin hier mit meiner Familie, es ist September. Die Finca ist wunderschön, nicht nur von außen, wie man sieht, sondern auch von innen. Der Pool ist gepflegt und 10 mal 5 Meter groß. Die Gartenanlage super gepflegt. Das Wetter ist traumhaft. Die Finca ist ein kleines Schmuckstück, innen wie außen. Der Architekt hat es auf wunderbare Weise verstanden, die Finca modern und traditionell miteinander zu verbinden. Es sind Bruchsteine verbaut hier, sowohl außen als auch innen. Und es gibt moderne Geräte im ganzen Haus, in der Küche, im Bad. Und es gibt Fernseher, DVD-Player, alles, was man sich wünschen kann. Wir befinden uns im Wohn-Esszimmer. Alle Zimmer sind sehr geschmackvoll und in hellen Farben eingerichtet und auch sehr praktisch. An dem großen Holztisch haben jede Menge Leute Platz. Wir sind zu sechst und es war alles im Überfluss vorhanden. Es gibt genügend Handtücher für den Pool und für das Bad beispielsweise. Zu erwähnen ist unbedingt das super nette Betreiber-Ehepaar, was diese Finca betreut, Antonio und Maria. Beispielsweise hatten wir einen späten Flug und wir fanden den Kühlschrank komplett gefüllt mit Lebensmitteln. Ein riesiger Obstkorb stand auf dem Tisch. Als die Zitruspresse kaputt ging, sofort war eine neue da. Ganz hervorragend. Von der Küche, der Schwenk zum traditionellen Teil des Hauses. Man sieht, dass das Haus ursprünglich ein altes Landhaus war. Hier finden sich noch Stücke aus der Zeit, als hier die Großmutter an diesem Herd gekocht hat. Hier sind noch Gerätschaften aus dieser Zeit, Weinflaschen. Ich denke, die haben hier auch Wein angebaut. Der Außenkamin wurde von uns auch genutzt. Man kann wunderbar grillen. Hier befindet sich der Wirtschaftsraum mit Waschmaschine und allem, was man benötigt. Und hier ist ein kleiner Goldfischteich, sehr liebevoll gestaltet. Insgesamt kann man die Finca jedem empfehlen. Finca Jorca. Urlaub.